Ich habe es geschafft, dass Lukas für das heutige Video in Brawl Stars zurückkehrt. Nach über einem halben Jahr wird es heute sehr interessant, was er noch alles weiß. Er war zuletzt mit jedem Brawler auf Rang 30 und Top 200 der Welt, also absolut krank. Und wir machen ein 1 gegen 1 gegen ihn mit einer krassen Belohnung. Viel Spaß! Und damit geht es los. Also Lukas, geh erstmal auf deinen Account. Ich will gerade mal sehen, was da so abgeht. Ja, du meinst jetzt hier so? Ja, so 57.000. Du bist immer noch über mir. 5.000 Trophäen, obwohl du so ein Jahr nicht gepusht bist. Ja, ja. Ey, ja, ich habe nach dem 60.000 Push nichts mehr gemacht, tatsächlich. Ja, scroll mal nach unten. Das würde mich interessieren. Boah, ich habe nicht mal alle Brawler. Das ist ja peinlich. Ja, ist schon interessant mal zu sehen. Junge, du bist aber übel gut noch im Game dabei, ne? Also wirklich. Wen hast du noch nicht? Ja, guck mal, also die habe ich noch alle nicht gepusht, also Cordelius, Dog, Hank. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Was macht der Brawler? Charlie? Ja. Jetzt so ein Jojo, ne? Ja. Vielleicht tut die diesen Jojo so und zieht sich an. Weißt du es wirklich nicht, was sie macht? Nein. Ach so, crazy. Ja, die kann... Lass die einfach... Ich nehme ein paar von denen in 1 vs 1, wird eh witzig werden dann. Ja, okay. Okay, geh mal... Achso, ja, geh du mal in den Shop. Ja. Ja, hol mal Gratis-Geschenke erstmal ab. Ja, stimmt. Habe ich eh noch nicht gemacht. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ja, das ist krass. Bruder. Ja, aber die sind noch nicht alle da, ne? Doch, bis Tag 8 kannst du es abholen. Bis Tag 8, ja, okay. Ja, schauen wir mal. Okay. Ja. Es geht eigentlich nur um das dritte Geschenk, das würde ich das auch gar nicht machen lassen. Das hast du aber schon mitbekommen, oder? Ja, so ungefähr. Okay, okay. Ne? Tag 3. Und? Oh mein Gott! Ja, perfekt. Hängt erstmal. Du kriegst einen Skin angeboten. Digga, ist doch gar nicht gratis. Nee, das ist jetzt. Das wollte ich gerade sagen. Was macht der Brawler? Das weißt du, oder? Ja, der springt. Okay, mit der Attacke. Okay, müssen wir den auch mal spielen. Ah, ich will bekommen. Ey, ich glaube, der macht schon bestimmt echt Bock, ne? Ja. Kriegst du nochmal ein Spray. So krass, wie viele Brawlers es mittlerweile auch gibt, ne? Ja, ich finde es aber cool. Also viele finden das irgendwie kacke. Also viele kommentieren noch, es ist kein Brawler, ist mir, aber ich persönlich finde das eigentlich ganz cool. Ja. Wie siehst du das? Also das jetzt? Dass es viele Brawler gibt. Ja doch, ich finde das eigentlich cool. Ich finde es auch cool. Ich meine, ich fände es los, wenn keine Brawler mehr rauskommen. Ja. Genau. Natürlich, Leute, ihr wisst, Megaboxen vermisse ich immer noch, ne? Aber... Ich nicht. Ja, das glaube ich dir. Ich habe auch noch gar keine einzige Hyperladung irgendwie. Echt? Ja, nee. Okay, ist crazy. Digga, wie voll mein Shop einfach ist. Guck dir das mal an. Ja, okay, du bist jetzt gut vorbereitet. Ich wollte einfach nur mal kurz schauen, was du noch so hast. Dann würde ich sagen, zeig mal deine Freundesliste noch. Ich kann mal sehen, wenn du so drin bist. Freundesliste? Ja, das würde mich noch interessieren. Ja, also... Lynelle... Ira muss ich leider entfernen. Ja, okay. Nur sonst, keine Ahnung noch. Also. Achso, okay. So, ich muss erstmal Lukas adden. Mein neuer Merch ist übrigens nur noch wenige Tage bis Weihnachten verfügbar. Also schaut gerne mal vorbei auf jojonas.shop oder bei den ersten Link in der Beschreibung. Zu jeder Bestellung gibt es eine von mir unterschriebene Autogrammkarte und die Chance, ein Video mit mir zusammen zu gewinnen. Danke für jeden Support. Leute, ich habe noch nicht einmal Hyperladung gespielt. Die ganzen neuen Brawler kenne ich nicht. Digga, das wird echt spannend. Ja, sag du mal zuerst einen. Vielleicht einen, den du auch schon mal kannst zum Anfang. Ja, aber ich will jetzt so einen einfachen nehmen, sag ich dir ehrlich. Ah, Junge, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst bei deinem Profil. Nehmen wir bei jedem Brawler auf 1000 jetzt. Ja, lass mal Griff nehmen. Okay. Okay, Griff habe ich auf 654. Aber muss auf faire Weise sagen, ich push auch nicht so viel. Also, okay, mal schauen. Boah, ich muss schon mal sagen, Leute, ich habe gerade echt gar keinen Plan, was ich hier auswähle. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich muss auch dazu sagen, natürlich, ich habe zwischendurch mal so ein paar so Solo. Ja, okay. Ne? Also ich habe jetzt mit dem neuen Brawler, was heißt neu, dieser X-Roboter da. X-Roboter? Pearl, hä? Ah, du hast mit Pearl gespielt. Pearl ist geil. Pearl ist wirklich geil. Den habe ich so zweimal gespielt ungefähr. Ja, ich bin mal gespannt. Also Showdown wird es noch relativ random werden, aber deswegen wird es auch interessant werden. Wir machen, glaube ich, auch mal eine Runde Duo-Showdown heute noch rein, weil den Jägermodus kannst du... Nee, den können wir nicht spielen. Jägermodus ist ja zurück. Aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich jetzt hier Glück habe. Ja, wo bist du denn? Roll? Ja, das ist übel gut für mich. Ah, okay, du hast auch schon einige Cubes. Oh, okay. Es muss weg. Mehr, nice. Ja, die Mitte war strategisch sehr geschickt für mich. Jetzt bin ich aber, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen. Shit. Nein, jetzt bin ich in die falsche Richtung. Das konnte ich halt nicht wissen, wo die ganzen Clips liegen. Wir machen ohne Bots? Ja, wir machen ohne Bots komplett. So, ja. Nee. Ich mache hier schon mal auf taktisch, so. Ach so, okay, ich merke schon. Ja, guck mal, es ist sogar für 8 gegen 8. Ich habe nicht mit Sparspin aufbekommen, perfekt. Ja, ich werde das schon reinspretten. Komm. Ich bin gegen die Pros, muss ich sagen. Teilweise, wenn die irgendwie Lags oder so hatten, habe ich auch ein bisschen... Versucht dir eine Chance zu geben oder offensiv. Jetzt muss ich hier reinspitzen, wenn ich komplett. Ja, gut gehittet schon mal. Ich halte kurz mal ab. Ich habe auch diese Star Power, da hielt man auch automatisch, oder? Oder habe ich die nicht aktiviert? Oh, du hast dieses andere Gadget genommen, ne? Ja. Mann, ich habe bei der Gadget-Auswahl gar nicht so drauf geachtet. Ist direkt reingespitzt. Ja, ich habe schon versucht. Ist schwierig. Komm! Ich gut gehittet. Oh. Ja, Griff ist auch echt ein random Battle, sag ich dir, wie es ist. Jetzt habe ich dich schon so gut wie. Nein. Die Gefolge sind nicht nah genug. Ich hatte dich eigentlich.
Ey, wenn die Giftwolken näher wären, wäre es easy gewesen. Naja. Sag ehrlich, ich bin auf ein cleanes 8-0 heute, nicht Spaß. Was ist so dein Ziel? Einfach gewinnen wahrscheinlich, ne, logischerweise. Ja, ich versuch's mal, ne? Ja, ich auch natürlich. Oh. Die Ult war ja übel kacke. Oh nein, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Oh, let's go. Das war übel schlecht gespielt. Ja, man darf nicht vergessen, Lukas war echt hoch. Ja, GG. Ja. Gehe ich jetzt auf Juwelen, ja, denke ich. Jetzt kannst du dann deinen Ast einsetzen, die LeBron. Ja, Junge. Das wird das Ei gesetzt. Die neue Umgebung auch. Ja. Du kennst halt Charlie nicht, ne? Dann nehmen wir die einfach mal das davon, ne? Ich habe die auf 1000 gepusht sogar, ne? Ja, ich habe die ja noch gar nicht. Ach so. Ja, Lukas müsste jetzt erst den Pass kaufen. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen lost. Weißt du, was Cordelius macht zum Beispiel? Nee. Was? Nein, weißt du nicht. Okay, dann nehmen wir den. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen echt unterhaltsam. Ich sage jetzt mal nicht, was er macht. Oder soll ich sagen, was er macht? Ja, alles gut. Ich gucke mir mal hier ungefähr an. Ja, okay. Okay, Leute, ich gehe jetzt mal in den Posten, solange Lukas hier liest. Wir kriegen noch die ganzen Virus 8-Bit-Pins, weil der inzwischen legendär ist. Das ist geil. Schattenpilz, der Wände durchdringt und sowie den getroffen Gegner 8 Sekunden lang in eine Schattenwelt befördert. Ja, verstehe ich jetzt auf jeden Fall. Das versteht man überhaupt nicht, ne? Gar kein Plan. Versuch die Ult einfach zu treffen. Dann wirst du es sehen, okay, Leute. Also, das ist ein bisschen. Also, wenn ich jetzt verliere, wäre es schon peinlich. Das Ding ist. Versuch erstmal den Angriff, ne? Und die Range so rauszufinden. Ja. Und findest du ihn schon mal? Also, erstmal, der Sprawler war bis vor kurzem noch chromatisch, ne? Die haben ja die chromatische Seltenheit entfernt. Hast du mitbekommen? Ja. Das bedeutet, der ist jetzt legendär einfach, ne? Ja, deswegen. Ist schon mal sehr krass. Hast du mich mal besser gehittet als ich? Junge, du spielst aber. Also dafür, dass du den Brawler zum ersten Mal spielst, na gut, du musst halt einfach nur drauflaufen und aimen natürlich, aber machst du schon mal nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. Schau's dir an, zieh. Oje, oje. Drängst mich auch ziemlich gut direkt zurück. Boah. Junge. Gadget! Ah, du hast die Schattenwelt. Ah. Oh, was machst du denn hier? Also diese Schattenwelt. Also ich erklär's dir mal, der andere ist dann geslowt, so, ne? Wir sind beide in der Schatten, wir sind beide gleichzeitig. Nee, ich weiß es gar nicht, ich hab meine Ulti nicht eingesetzt, glaube ich. Ich habe jetzt keine Ahnung. Junge, du triffst mich ja viel besser als ich dich. Hast du mich, glaube ich. Nein, nein! Ah! Hey, du spielst aber wirklich gut, also man merkt schon noch, dass du gut drin bist. Ja, ich hab den wirklich noch nie gespielt, den Brawler, ne? Ja, dafür ist dann eigentlich echt ziemlich krass. Also du siehst in dieser Schattenwelt, da bin ich jetzt schneller, ne? Und ich lade auch schneller nach vor allem, also schon ziemlich krass, ne? Das heißt, in der Schattenwelt hast du halt gute Kontrolle dann vor allem, das hast du natürlich die Schattenwelt gemacht. Ich versuche jetzt so ein bisschen auf Range zu halten. Boah, Junge, was ist so in den Battle direkt? Hast du mich ganz gut getroffen, leider? Boah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, eigentlich muss ich jetzt hier gewinnen. Also wenn ich das verliere, wäre peinlich. Jetzt muss ich erstmal healen. So ein Jump-Gadget. Nein, ich habe dich gerade gemutet, das war so schlecht. Das hast du mich. Let's go, Leute. Ja, Junge, Lukas, wirklich, ich muss wirklich sagen, dass du, also dafür, dass du den Brawler zum ersten Mal gespielt hast, ist wirklich, du spielst wirklich noch gut, finde ich. Hast du mich auch gut geultet hier. 10 Sekunden noch. Ich muss jetzt gewinnen, komm. Ja, Digga, keine Chance, wirklich. Junge, du spielst echt noch übel gut, hä? Ja, wirklich. Das ist krass, okay. Direkt mit Cordelius gewonnen, obwohl du ihn zum ersten Mal gespielt hast. Das heißt, 2-0, wir gehen jetzt in Duo-Showdown, würde ich sagen. Du darfst den Brawler wieder auswählen. Mach mal ohne Cubes diese offene Map. Okay, dann lass mal nehmen. Also gut, Bot können wir eh nicht beeinflussen. Ja. Verfluchte Fälle. Ah, lass mal nehmen. Row. Okay. Oh mein Gott. Alter, ich hab einen Griff. Ich hab einen Max bekommen. Also, ihr müsst überlegen, auf der Map gibt's natürlich jetzt keine Cubes. Das macht das Ganze natürlich sehr spannend. Ah, ich dachte, so eine Runde mit dem Bot könnte ganz witzig werden. Dass wir auch nochmal hier Duo-Showdown drin haben. Man hat hier so ein bisschen Kontrolle bei die Mitte. Das erinnert mich so ein bisschen an den neuen. Hast du Larry und Lowey gesehen, den neuen Brawler? Warte mal kurz, gibt's hier keine Cubes? Nein, kennst du die Map nicht? Die gab's aber schon früher. Oh nein, mein Mate ist viel zu aggressiv. Schau dir an. Der gibt jetzt einfach schon mal easy die Ult. Ja, okay. Dein Grip darf ich schon mal hitten. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Mal wenigstens ein bisschen die Ult aufgeladen. Aber der Bot läuft halt hard random. Also schaust dir da an, was er da macht, ne? Also leider wahrscheinlich auch ein bisschen, sehe ich. Nein! Was macht er denn da? Oh mein Gott, ich kann jetzt Angst den Cube nehmen. Nein, ich habe eine Batterie. Ich habe eine Batteriemeldung. Oh mein Gott. Ich wäre fast gestorben. Also, hey, ich kann trotzdem weiterlaufen. Trotz der Batteriemeldung einfach gerade. Ich muss echt aufpassen, Junge. Was ist da schon drin? Hab ich gar nicht gecheckt. Oh, gut, dass ich den Slow auch hatte. Der war wichtig, der war wichtig. Ja, aber komm, mein Bot ist ja bisher wirklich. Keine Ahnung. Der ist ja absolut lost. Guck, was macht er denn? Digga, der feedet uns. Ja, aber komplett, hä? Mein Bot freut sich da. Ja. Slow den mal runter. Ich muss jetzt irgendwie hier weg. Ja, ich muss hier irgendwie 1 gegen 2 so ein bisschen machen. Ich glaube, mein Bot ist nicht verlassen, habe ich das Gefühl, ne? Ja, man muss auch sagen, Griffbots sind halt auch gar nicht so bad, ne? Ja, auch ordentlich Schaden, ne? Bitte mach jetzt irgendwie was. Ja. Nice, oha, okay.
Ja, das kriegst du als den Cube. Den kann ich jetzt leider nicht nehmen. Ja, mich ist natürlich gut getroffen, natürlich. Ja. Ah, lol. Nice, komm! Yes! Ah, hat mein Bot echt gut gespielt am Ende auch nochmal, ja, muss man wirklich sagen. GG, hätte ich eigentlich holen müssen, aber. Nice. Stark. Okay, Modus Nummer 3 ist Tresorraub. Ja. Boah, lass euch meinen Brawler nehmen, der auch gut Schaden macht. Ist das ein Wunsch oder ein Forststark? Boah, ein Brawler, der gut Schaden macht. Ja, eigentlich darfst du ja jetzt auswählen, ne? Ja, ich schau grad mal. Lass mal Colette nehmen. Der haben wir Hypercharge dann vielleicht okay, auch. Colette, ne? Colette. Boah, bin ich mal gespannt. Also, das Ding ist, Colette ist. Boah. Hab ich noch nie gemocht, ne? Echt? Ja. Ja, geil. Weil ich gar nicht den Brawler. Erster Satz, wenn Colette gespielt wird. Ja, also Colette habe ich nie gemocht. Perfekt. Ja, also ich sag ehrlich, Colette habe ich auch nie so wirklich gemocht. Aber die hat jetzt einen übel krassen Hypercharge, ne? Da ist ihre Ult so doppelt. Das heißt, du machst halt nochmal mehr Tresorschaden. Du machst irgendwie so 30% Schaden oder so, glaube ich dann. Also, das ist wirklich ziemlich krass. Mhm. Und du schwitzt hier schon mal direkt anders rein. Ich habe schon mal den ersten Hit, das war wichtig. Oh. Du bist schon verschwitzt, sag ich ehrlich, ne? Nächsten Hit auch getroffen, wichtig. Ja, dass du mit Cordelius gewonnen hast, fand ich wirklich krass. Das fand ich wirklich, wirklich krass. Mhm. Junge, was wird denn das jetzt? Gute Hits auf mich. Ah, hast du auch dran gedacht? Nice. Aber leider. Ich muss erstmal wieder healen schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so viel Schaden nämlich rausgebe, wollte ich gerade sagen. Ah, na, ein bisschen habe ich rausbekommen. Oh. Nice. Ja, das war wirklich ein bisschen lost, das stimmt. Du hast dieses Schild auch aktiviert. Nice. Oh, ist ja wichtig. Ist ja sehr wichtig. Habe ich ein anderes Gadget als du? Nee, wir haben dasselbe. Du hast auch dieses Heal-Ding. Nice, wichtiger Schaden im Tresor jetzt hier. Ich glaube, wenn ich jetzt gewinne, dann ist es unentschieden. Also es ist wirklich spannender, als ich dachte. Ich dachte halt irgendwie, entweder ziehst du mich komplett ab oder... Gut, es war eigentlich klar, dass du mich nicht abziehen könntest. Jetzt muss ich irgendwie aufpassen, was ich jetzt hier mache, Leute. Oh. Junge, du bist auch irgendwie echt hart am Schwitzen. Du 18 hast du noch. Hast mich getroffen. So, ich mach den jetzt. Zack. Ja, Alter. Und jetzt mit der Ult mit dem Hypercharge. Ja, das war jetzt ein bisschen, es war sehr, sehr krank jetzt, ja. Ja gut, ich muss echt sagen, diesen Hypercharge, also ich hab den jetzt glaube ich sogar auch. Wenn du den drückst, dann kriegst du mehr Schaden, mehr Geschwindigkeit und alles, ne? Und vor allem die Ulti ist dann halt besonders krass, hast du gerade gesehen. Er versucht ihn einfach halt gut auszunutzen, so ein bisschen, ne? Das ist eigentlich so der Plan für das Ganze. Ich muss halt aufpassen, dass ich dir den eigentlich nicht feede. Das ist gerade so ein bisschen mein Plan. Das kannst du natürlich Schaden machen. Ja, ist natürlich jetzt der Hypercharge, ich merke jetzt auch erst im 1 gegen 1, wie eklig das ist, ne? Was will ich jetzt halt machen, ne? Ich will natürlich jetzt auch die Ulti auf gar keinen Fall feeden oder irgendwie... 22 Sekunden, Leute, das muss ich eigentlich noch taktisch hier ausspielen. Ich darf dir die Ult vor allem nicht feeden, stimmt. Oh nein, oh nein. Nein, oder? Nein, was habe ich denn getan? Hä? Oh mein ich Gott. Hatte vor allem noch die Ulti gehabt. Das war so unnötig. Das war unnötig. Ich sag ehrlich, der Anruf hat schon ein bisschen meinen Flow unterbrochen, ne? Ja, schlecht. Oh, Jonas. Mann, ich hätte so einen guten Hypercharge gehabt. 30, 43, aber egal. Okay, Game-Modus Nummer, keine Ahnung wie viel, ich glaube Nummer 4 inzwischen ist es Brawl Ball. Da darfst du jetzt wieder entscheiden. Es gibt übrigens inzwischen auch 5 vs 5, ne? Das ist eben fürs 1 gegen 1 ein bisschen schwierig. Ja, läuft. Ich mach einfach mal die Map hier, die ist, glaube ich, ziemlich neu noch, ja. Ja, komm, lass mal hier, der Nita neben den Ehrenmann. Okay. Ja, ich denke immer Speed Gear oder keine Ahnung. So irgendwie denke ich am besten. Aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich am besten nehme. Ich denke mal so. Bin ich gespannt. Jetzt muss ich natürlich gewinnen, sonst. Okay, Leute, Brawl Ball jetzt. Ich sag ehrlich, ich habe mich so drauf eingelassen, dass ich ein bisschen locker spielen muss, weil ich dachte, du kannst halt nichts mehr nach einem halben Jahr. Jetzt ist es halt eher so, dass ich jetzt irgendwie total darauf klarkommen muss, weil du halt echt irgendwie gut spielst. Wie bist du denn das überhaupt? Okay, da. Ah, ist schon mal ein Hit. Oh, 2 Hits getroffen halt direkt, ne? Ist halt schon mal sehr, sehr krass für dich. Nice. Wichtiger Hit, okay. Junge, was ist denn das jetzt hier direkt? Ah, was? Ja, let's go. Aber ich habe den Bären jetzt natürlich dafür, ja, ne? Ja. Okay. Dann hauen wir jetzt den Bären hier einmal rein, Leute. Ich glaube, es ist halt jetzt ziemlich dumm, ne? Aber... Hast du den Bären dafür gleich wieder, ne? Ja. Das Ding ist halt jetzt taktisch, ne? Jetzt hast du halt wieder den Bären. Ich glaube, es wird ein ziemlich. Das ist echt ein ziemlich damages Battle. Ich glaube, es wird halt einfach diesen Kack-Bären da reinwerfen. Dann habe ich keine Chance mehr, ne? Das ist halt eigentlich die Taktik, die du jetzt gehen musst. Ich meine, was soll ich denn jetzt machen? Ich werde diesen Bären halt nie im Leben down kriegen, natürlich. Ja, wobei, doch schneller als ich dachte. Ah! Oh, nein! Ich dachte, ich krieg den noch raus. Ich dachte, ich kriege ihn noch raus. Ah, Junge, also bisher läuft es ja nicht so gut, wirklich. Bro, was kommt das nächste? Hot Zone. Boah, jetzt muss ich echt gewinnen, dringend.
Wir machen auf jeden Fall mal eine Zone, oder? Also eine Zone Open Map, würde ich sagen. Ja, okay. Wir nehmen jetzt Brock. Ich bin gut mit Brock. So. Brock? Ja, ich will jetzt auch gewinnen, jetzt, nachdem ich jetzt so rasiert wurde. Mhm. Muss ich auch gut spielen. Mach ich Schild oder mache ich Damage lieber? Schild, glaube ich, bei Brock dann. Jetzt bin ich mal gespannt, Jonas, deine Brock-Skills. Ja, ich hoffe, ich werde es auch gut spielen. Also, Hotzone 1 gegen 1, Map ist halt offen. Ich brauche jetzt halt echt dringend einen Sieg, sage ich ehrlich. Puh, okay. Ja, die Colette-Runde hat mich schon geärgert, ne? Da habe ich schon echt ganz schön aus der Hand gegeben, muss ich sagen. Ja, das stimmt. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Ah, du bist bestimmt auch nicht schlecht mit Brock, schätze ich mal, ne? Aber mal schauen. Also, mit Brock war ich tatsächlich eigentlich immer ziemlich gut, habe ich so das Gefühl gehabt. Mal schauen, guck mal jetzt hier. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier für mich, ne? Muss man ja wirklich sagen. Das heißt, so dieses eklige Healing-Pad, ne? Das ist natürlich kacke. Oh, Junge, also das... Alter, ja. Ja, mit Brock, ich weiß nicht, mit Brock fühle ich irgendwie als Brawler, muss ich wirklich sagen. So, jetzt hier. Junge, hä? Also das ist ja richtig gut irgendwie. So, jetzt hier die Ulti. Nice. Mhm, stark, Junge. Stark. Das ist mal ein Battle, was ich schon mal gewinnen kann, so wie es aussieht. So, jetzt hier. Ja, das kommt halt von der anderen Seite wahrscheinlich rein, ne? Genau. Du hast dieses Jump-Gadget auch genommen, auch interessant eigentlich. Ah, das hast du mich auch damit nochmal getroffen. Du musst halt so langes Versuchen natürlich zu... Weißt du, was ich meine? So gutes Versuchen, wie es geht, in der Zone zu bleiben, ist halt das Ding. 78%, Leute. Das sieht sehr gut aus. Das kann ich halt eigentlich schön hier weg von der Ecke gehen. Das kann ich mal hier hinschießen. Ja, das wusste ich. Boah! Nein! Boah, Junge, hä? Digga, also, hast du echt stark gemacht. Danke. Hä, also stark. Brock konnte ich jetzt wirklich mal gut. Aber irgendwie... Muss ich sagen, ja. Ja, ansonsten habe ich alles verloren, leider. Schade, Mann. Ja, okay. Okay, Leute, Knockouts und Eliminierung. Oh, es wird noch spannend. Okay, Knockout und Eliminierung. Ich gehe mal irgendwie... Was willst du für eine Map? Eher eine offene? So eine? Kann ich mal eine auf Karl nehmen. Okay, nächster Brawler ist Karl, Leute. Okay, auf geht's, Leute. Jetzt wird's spannend. Puh, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass es so interessant wird, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also wirklich beeindruckend, wie... Gut, das ist auch irgendwie logisch, ne? Ich bin bis auf Platz 200 der Welt gepusht. Also muss ja sagen, viele Leute glauben ja immer, dass man dann einfach free von den Pros gecarried wird, aber man ist halt immer noch zu dritt, also am Ende muss man halt auch immer noch sehr solide spielen, dass sowas halt natürlich auch funktioniert. Gute Hits ist hier. Oh. Aber Karl war eine ganz coole Wahl eigentlich. Ich hätte gedacht, das wird so ein ganz lockeres Battle und dann kommst du da und schwitzt so übel rein. Ich habe vergessen, dass du jeden Brawler Rang 30 hattest einfach. Ja. Oh je, ist ja gar nicht gut aus. Hast du die Ulti natürlich aufgeladen. Ich müsste halt jetzt irgendwie versuchen, dass wenn du natürlich ranläufst, ich irgendwie hitten. Ich habe es mal geschafft hier erstmal aufzuhalten. Ah, das machst du wieder sehr, sehr gut jetzt hier leider. Nice, richtig. Ich brauche jetzt halt irgendwie die Ulti. Boah, was ist denn das für ein Battle schon wieder hier? So, jetzt so vielleicht. Nein. Der Hit wäre so wichtig gewesen. Komm. Ja, der Hit war wichtig. Nice. Das war sehr gut, das war sehr gut. Okay, Leute, 1-0. Ich brauche den Win jetzt aber auch dringend, nachdem ich so abgezogen wurde von dir, muss ich ehrlich sagen. Ja, das hat mich gut schon mal gehittet, leider. Oh, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Okay, guter Teleport. Interessant. Ah, du hast auch Schild genommen. Ich habe auch Schild genommen. Puh, nach dem 1-0 gerade muss ich natürlich jetzt hier ein bisschen nachlegen, Leute. Ah! Hast du die Ulti? Ich muss jetzt irgendwie auch dich wieder hitten. Boah! Ist das ein Sweat? Hä? Ich hätte es gar nicht erwartet. Ja. Ich bin eigentlich spielerisch, denke ich, auch ein bisschen besser zumindest geworden, aber... Ja, klar, klar. Auf so 1 vs 1 habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich mache halt immer entspannte Runden, so bis auf 750 meistens. Ja, schöne Hits von dir. Oh! Noch richtig. Ja, wir schenken uns hier keinen Zentimeter, da muss man wirklich sagen. Boah. Gut. Ah! Ich versuche halt jetzt gerade ein bisschen irgendwie offensiver zu spielen. Ja, diese Wände da hinten sind halt auch noch... Ah, Leute, die Wände da hinten sind auch noch da. Komm. Oh, jetzt habe ich das da gedodged hab. Sehr gut, jetzt kann ich richtig hier hitten. Ja. Jetzt geht's eh in die offene Map jetzt gleich. Jetzt muss ich besser hitten, jetzt muss ich irgendwie besser hitten. Nice. Ulti. Nice! Ich hab ein falsches Star Power genommen, ey. Echt? Ja, ja. Hier ohne Schild. Ja, ja. Ah, das war okay. War stark, GG. Nice. Eliminierung. Okay, machen wir sozusagen zur offenen Map nochmal? Ja, oder? Ja, okay. Okay, lass Piper gehen. So den ja, Klassiker, okay. Oder? Ja. Okay. So, jetzt natürlich auch die Gadgets richtig auswählen, ne? Ich weiß jetzt halt gar nicht, was ich jetzt am besten nehme. Ah, ich glaube, so hat der Pro zumindest gespielt. Dann mach ich das immer so. Ja, mal schauen. Boah, Piper ist echt richtig krampf immer. Ja, was hast du für Gears genommen? Mir fällt gerade ein, ich habe Schildgear genommen. Ich glaube, es bringt gar nicht so viel, oder? Schildgear? Das bringt, glaube ich, gar nichts.
Bei Piper 1 gegen 1, wenn ich mich nicht täusche. Das fällt mir jetzt erst ein. Ich habe auch Schildgear genommen. Achso, ja perfekt, dann ist er eh ausgeglichen. Also Schildgear haben sie ja eh genervt auch mal, ne? Soweit ich zumindest weiß, oh je. Boah, das wird ein heftiges Battle werden. Aber also Piper ist nicht so mein Lieblingsbrawler, aber mal schauen. Aber ist krass, wie ich wirklich die Brock-Runde so gewonnen habe. Hätte ich nicht gedacht, dass es die wirklich so gut treffen würde. Ja, das stimmt. Aber mein Highlight bisher war wirklich, dass du Cordelius einfach gewinnst. Also, das ist echt... Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, sehr gut. Junge, wie kannst du Cordelius... Ja gut, ich meine, man muss an sich den Brawler natürlich mit Movement und so kriegt man den trotzdem beherrscht. Aber dass du in der allerersten Runde mich besiegst, das ist wirklich peinlich gewesen. Ja, schon, ne? Also, muss man halt mal sagen. Auf wie viel hast du den denn gepusht? Ja, 57. Ich habe jetzt nicht so krass gepusht, ne? Ja, aber trotzdem. Okay. Also, trotzdem. Da muss ich ja schon gewinnen, ne? Ah, bisher. Du triffst halt immer diesen einen. Also du hast schon mal zwei Schüsse getroffen, im Gegensatz zu mir, ne? Das ist schon mal besser. Ich spiele jetzt hier, um ehrlich zu sein, noch mehr rein als gegen die Platz 1 der Weltleute und so. Also. Das will ich halt unbedingt jetzt hier gewinnen. Ah, fast gehittet, schade. Ja, du machst es halt gut und bleibst halt auch immer so außerhalb der Range, ne? Ja, du triffst halt immer knapp. Ich muss halt immer... Jetzt hast du die Ulti. Natürlich ist ganz, ganz eklig. Ja, jetzt hast du schon einen guten Vorteil. Das hast du schon deutlich besser hinbekommen als ich bisher. Ah, 9,5 Minuten, Leute. Was wird denn das jetzt? Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt bisher keinen einzigen Schuss getroffen und du hast... Oh, shit. Das war gar nicht gut für mich. No, nein, ich dachte, du hast verkackt kurz, ne? Oh mein Gott. Ja, du hast halt einen Schuss gemisst, ne? Ja. Junge, schade, Mann, egal. Ich muss es irgendwie... Ich hab es auch nicht zu offensichtlich. Ja. Digga, das ist immer, wenn man 0-1 hinten liegt, ist immer schwierig. Aber ich habe bisher keinen einzigen Schuss getroffen. Das ist wirklich nicht gut. Bist du so gut mit Piper oder bin ich nur so schlecht? Weiß ich nicht. Beides. Oh je. Yeah. 0-2 sieht ja jetzt nicht so gut aus. Komm. Ja, Digga, ich bin ja absolut trash gerade, wirklich. Ich habe keinen einzigen Schuss auf dich getroffen bisher. Nein! Hä? Na, egal. Ich war getroffen, aber kommt natürlich jetzt auch nicht wirklich was. Ah, schade, Mann. Bruder. Ich bin gerade ins Feld reingelaufen. 30 Sekunden. Ja, das hast du wahrscheinlich. Das hast du wahrscheinlich. Also wirklich, wirklich gut gespielt. Ja, der hat auch jetzt hier gewastet von mir. Natürlich. Ja, ich bin jetzt auch zu aggressiv, weil ich halt Kills holen muss, natürlich, ne? Ja. Hier war viel für alles. Ja, stark gespielt, Junge. 13-0. Ich habe auch vor allem keinen einzigen Schuss getroffen. Aber wenigstens war ich mit Brock gut, wie ich es gesagt habe. Na, aber egal. Einmal habe ich einen Kill nochmal geholt, aber egal. Ja, immerhin 3-1. Besser als 3-0. Ja. Das war schon sehr, eindeutig, muss ich wirklich sagen. Stark gespielt. Ja, GG. Okay, Leute. Sehr, sehr stark gespielt an der Stelle. Komm, dann würde ich sagen, als Belohnung geben wir jetzt mal einen Shop. Du hast auf jeden Fall gewonnen, ne? Denke ich. Gewonnen? Ja, ich denke, du hast gewonnen damit, okay. Auf jeden Fall. Okay, wir schauen jetzt mal. Was würdest du dir denn wünschen von den Sachen? Du darfst dir das aussuchen. Willst du deinen ersten Hypercharge oder keine Ahnung? Boah, zeig mal. Kannst du so ein paar Sachen aussuchen. Willst du einen geilen Skin? Ja, schau mal. Ja, es gibt so einen neuen legendären Skin. Willst du den? Mit 300 Gems. Der hier? Ja, du musst aber erstmal Gems aufladen. Oh, Creator Code Jonas natürlich rein hier. Oha, das ist nett, danke. Natürlich. Und wie viel soll ich aufladen? Ja, mach mal 1000 Gems und such dir einfach damit Sachen aus. Also für 60 Euro? Ja, ja. Ah, Ehre, Jonas. So, dann schauen wir mal, was jetzt hier so rauskommt. Machen wir erstmal so den Nita-Skin, oder? Ja. Also, du darfst natürlich selber entscheiden, aber ja, ich denke mal so Nita-Skin safe. Unbedingt, Digga, der ist ja übelst krass. Der ist wirklich geil, der schießt so Zirkusbälle. Hast du das gesehen beim 1 gegen 1? Das war echt cool. Der sah echt krass aus. Ja. Hauer-Schädel. Warum Hauer-Schädel? Aber okay. Das ist ein Elefantwinge. Aber Hauer so. Wegen den Stoßzähnen, denke ich, oder so, ne? Ah. Weißt du? Ja. Alter, richtig, richtig geil. Zara-Zirkus, feier ich. Oh mein Gott, lol. Ja, yeah, ach so, das ist immer, so. Gab es doch nicht, als du aufgehört hast. Nein. Achso, das sind die legendären. Das ist so, die sind auch ziemlich teuer, 300 Gems, ne, natürlich dafür. Kannst ja noch so einen Hypercharge holen, wenn du vielleicht einen willst. Ja, für den Ehrenbruder Leon. Ja, sehr wichtig. Ja, wichtig. 149 Gems sogar nur, oha. Toll. Ist eigentlich echt gut reduziert. Es hat vor dem Update so 400 Gems mal gekostet am Anfang. Dann haben die gesagt, das ist ihnen zu teuer und das ist reduziert, deswegen. Noch so ein Leon-Pin, der sich unsichtbar macht. Also echt, guck mal das Profil-Icon, musst du kurz anschauen. Guck. Das ist geil. Alter. Ja, das ist schon cool, oder? Das ist cool. Ja. So, soll ich alles ausgeben? Wie du denkst, kauf dir noch den Pass sonst vielleicht, oder? Hätte ich auch gesagt. Das ist der letzte mit Gems, ne? Hallo. Ja, das ist ein bisschen schade, aber kann man nichts machen, ne? Hier Pass freischalten. Oh. Und, ja, meinst du, bist ein Hochjammen noch bis zum Brawler? Nee, also wie du magst, du kannst auch bis zum Brawler auch hochjammen, wenn du möchtest. Ja, weil dann hab ich's doch. Ja, okay.
Ganz wichtig. Das Ding ist, ich glaube, du kommst nicht bis zum Brawler mit den Gems leider, ne? Nee, wenn ich richtig gerechnet habe, nicht, ne? So. Egal, dann bin ich näher dran. In der nächsten Season kriegst du den ja, ist vielleicht sogar schlauer, weil es sogar günstiger, als wenn du den jetzt als mythischen Brawler direkt kaufen würdest. Wobei die Credits, ja, ich weiß gar nicht so richtig. Aber das war's leider schon. Ach so, oh. Ja, aber guck mal, ich kann hier noch ein bisschen tricksen. Vielleicht nochmal eine Stufe. Da hast du deine Gems auf jeden Fall perfekt effizient genutzt, würde ich sagen, indem man den Brawlers aufjammt, ne? Ich bin doch der Letzte, der seine Gems effizient genutzt hat im Vergleich. Ja, stimmt. Du kannst doch ins Posteingang, aber außer du willst natürlich für dich selber aufnehmen. Du hast ja wahrscheinlich so richtig viele Credits drin, schätze ich mal, ne? Ja, nicht so viel wie du, glaube ich. Mal reingeschaut schon? Ja, 378. Echt? Ja. Ja, okay, los. Du hattest irgendwie so 6000 oder so. Ja, aber heb die mir die vielleicht mal auf für dein eigenes Video, wenn du mal irgendwie in Brawlers zurückkehrst. Wir sehen übrigens noch 1,9 Millionen Münzen und 50.000 Blingen bei dir, ne? Ja. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Abo da. Schaut auch immer gerne bei Lukas vorbei. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Und danke fürs Zuschauen. Alle ciao. Abonnieren.